Herzlich willkommen zu ESB Insight, dem Partnermagazin für das ESB-Netzwerk, zu einer weiteren Folge hier bei uns auf www.esb-online.com und natürlich auch auf unserem YouTube-Kanal Eventsport Business. Und mein heutiger Gast, das ist Andreas Waldner von Waldner TV. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Timo. Meine allererste Frage, die sicherlich auch das ESB-Netzwerk wieder interessiert: Was macht Waldner TV? Was ist euer Business? Wir machen Product Placement im eigentlichen Sinne und Branded Entertainment, ein Begriff, der sich seit einigen Jahren aus dem Product Placement heraus auch etabliert hat. Das heißt, wir produzieren zunehmend auch Medienformate, zum Beispiel Online-Videos für Marken oder im Moment gerade sogar eine Pilotsendung für eine neue Musiksendung. Wo finden diese Product Placements, die bei euch gemacht werden, statt? Also Filme, Spiele, Fernsehen? Was müssen wir uns vorstellen? Der ein oder andere kennt vielleicht James Bond. Das ist dann für uns das Champions League Finale, wo wir jetzt in den letzten beiden Filmen jeweils ein Placement für einen Kunden realisiert haben. Und das ist dann auch schon das prominente Beispiel, also diese sogenannten Feature-Films, also Kinofilme. Und dann kommt das Fernsehthema, also Fernsehen mit allen den Formaten, die es dort eben gibt, mit der ganzen Bandbreite, bis zum Online-Video, bis zum Musikvideo, bis zum PC-Computerspiel. Alle Medienformate eignen sich im Grunde genommen für das Thema Product Placement. Und was macht ihr da? Macht ihr da den Vertrieb? Macht ihr da das ganze Konzept, die Idee? Zunächst mal haben wir den Auftrag von Kunden, ihre Produkte oder ihre Marke in diese Formate zu platzieren. Das ist das klassische Product Placement. Und das erweitert sich jetzt zunehmend. Ich habe vorher den Begriff Branded Entertainment ins Spiel gebracht. Das heißt, da geht es ja darum, eigene Medienformate zu kreieren. Das heißt, dann wird man auch teilweise zum Produzenten von Medienformaten. Und das sind dann die Hauptanwendungsbereiche und die Haupttätigkeitsbereiche im Moment von Waldner TV. Hört sich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant an. Und ist das ja. Sind ja auch auf der einen Seite tolle Marken, auf der anderen Seite tolle Inhalte. Andreas Waldner, vielen Dank von Waldner TV, dass du heute bei uns warst. Das war ESB Insight für diese Woche und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Darauf freue ich mich schon und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche.